Ja gut, jetzt haben wir sehr viel Negatives gehört oder sagen wir so Aufbrausendes und jetzt will ich zum Ende noch ein bisschen Happiness verbreiten. Also damit will ich einfach euch einfach nur mal wieder in Erinnerung rufen. Punkt 1. So, in Österreich haben wir eigentlich alles, also sprich, wir können überhaupt diese Veranstaltung machen, weil woanders heißt es nein oder gleich nein. Das haben wir in Österreich Gott sei Dank nicht und darum geht es uns eigentlich sogar sehr gut. Das heißt, mir geht's schlecht, weil die da oben mir am Nerv gehen, weil die mich nicht das machen lassen, was ich will. Und es ist einfach nur in Ruhe leben. Und dadurch, dass die auch andere Menschen nicht in Ruhe leben lassen, wie zum Beispiel in der Ukraine, denke ich mal, jeden Montag, 18:30 Uhr, bin ich da. Weil im Prinzip haben wir, wie gesagt, schon alles. Und ich will euch einfach nur sagen, dass ich, ja, wenn ich da in die Menge schaue, sehe ich einfach immer jemanden, den ich kenne. Und es dauert manchmal sogar eine halbe Stunde, bis ich mal da alle durchbegrüßt habe. Das ist so schön, das ist eine eigene große Family schon. Das ist so schön, das ist wirklich leibend. Und das ist, finde ich, da irgendwie für mich die Essenz von der Montagsdemo. Ja, sicher, wir wissen alle, es läuft gerade nicht so gut. Wir wissen alle, wir werden ziemlich sicher beschissen. Ich meine, dazu braucht man einmal die Augen aufmachen. Wenn wir das geschafft haben, können wir das zweite Auge auch aufmachen und können einmal schauen, hey, da sind aber sehr viele Leute auf meiner Wellenlänge. Na, aber der denkt ein bisschen so, der denkt ein bisschen negativer so, der denkt vielleicht ein bisschen positiver. Naja, dann kommen wir drauf, dass die Welt vielleicht doch ein bisschen komplizierter ist und dass vielleicht aus sehr vielen Meinungen besteht. Und dann können wir sich alle zusammensetzen und einmal nachdenken, was ist wirklich in der Welt los? Naja, und dann können wir vielleicht sogar einmal handeln. Na, machen wir ja schon, das machen wir ja schon. Und ganz ehrlich, wenn ich einmal 40, 50 bin und vielleicht habe ich ja dann auch schon ein Kind und der ist so groß und fragt mich, 1914 und 2014, Wecker 1 und dann von Gott sei Dank Wecker 3 da jetzt auch noch vom Zaun ausbrechen. Also ihr habt es gewusst, also das könnt ihr jetzt nicht sagen. Na, also ganz ehrlich, also was ist passiert? Da kann ich wenigstens sagen, ich war da. Ich war auf der Montagsdemo, ich habe alles versucht. Aber wisst ihr, was ich am allerliebsten sagen will? Eigentlich gar nichts. Weil ich will, dass die Welt wunderschön ist und dass wir darüber gar nicht mehr reden müssen. Über das ganze Negative. Wir wissen, ja, es ist einmal schlecht gewesen. Aber ich will mir nie die Frage gefallen lassen, warum hast du nichts gemacht, du hast es ja eh gewusst, Papa. Das werde ich mir nicht sagen lassen. Das kann ich mir auch nicht sagen lassen, weil ich tue, was ich kann. Ich meine, ich bin schwer beschäftigt. Arbeiten, ich habe auch so noch einiges Privates zum Tun, aber am Montag schaffe ich es immer noch daher. Und wenn ich arbeiten muss, habe ich es letzte Woche sogar von der Pause daher geschafft. Also ich war nur 10 Minuten da, habe noch schön den Dom angekündigt, aber ich war wenigstens da. Ich habe es wenigstens versucht. Und um das geht's. Also haut es euch einmal in Erinnerung. Wir haben eigentlich alles, es geht eigentlich sehr gut 3D-mäßig gesehen. Natürlich hat jeder seine eigenen Problemchen. Aber wenn ich jetzt mal, keine Ahnung, ein Beziehungsterz als so ein großes Problem nehme und ich gehe in eine große Depression, naja, dann hau ich mal runter nach Gaza. Ich glaube, da hast du das Problem schnell vergessen. Und darum, dadurch, dass die nicht auf der Straße stehen können, stehe ich heute hier. Weil wir sind alles Menschen und wir wollen die Erde einfach wieder schöner haben. Wir wollen einfach leben, wir wollen es einfach genießen. Und das schaffen wir und das wird immer mehr, es wird immer schöner. Und die Netzwerke bauen sich auf, danke. Und eins noch zum Schluss, bitte nehmt den Müll mit, weil wir wollen sie auch sauber haben. Danke. Sehr gut.